Hallo, hier ist die Kati und heute schauen wir uns mal von Playmobil City Action die Mitnehm-Feuerwehrstation an. Das ist die 5663 von Playmobil und ja, wie immer liegt es hier schon mal bereit. Hier sieht man Mitnehmen, ne? Wie der Name es sagt, am Ende soll es ein kleiner Koffer sein. Das finde ich aber ganz praktisch, wenn nicht alles so riesengroß im Zimmer rumsteht. Und ja, wir machen hier mal auf. Boah. Ach, schau mal, da ist das. Sieht ja schon mal relativ weit zusammengebaut aus. Also hier haben wir schon mal ein Teil und ein Motorrad, noch ein bisschen was und ein paar Tüten. Also einmal zu wieder. So, hier haben wir alles. Wir gucken mal in die Tüte, wo die Anleitung ist. Das knistert hier. Hier geht es gleich los. Ich hole mal alles raus. Dann haben wir einmal das Geknister und danach ist ein bisschen Ruhe. Aufkleber. Ja, die kleinen Teile immer in diese Extratüten. Weiß ich nicht. Muss nicht sein. Dann noch mehr. Und hier noch welche. Noch eine Tüte. So, knister, knister, knister. Ist jetzt hoffentlich mal gleich fertig. Machen wir die Kleinen auch gleich auf. So ein bisschen zur Seite, damit wir das auch alles wiederfinden. Und das nicht unter den großen Teilen verloren geht. So. Und die letzte. Oh, guck mal, hier ist noch ein kleines Prospekt. Das kenne ich auch gar nicht mit dem Aufdruck. Aber ist auch schon ein bisschen älter, 2020. Ja. Ich finde die Kleinen auch manchmal ganz schön. Hat man auch irgendwie alles drin, aber nicht so ein riesen Prospekt. Also, das ist was fürs Auto. So. Das war's. Dann schauen wir uns mal die Anleitung an. Platz machen hier. Wir brauchen als erstes diesen großen Kasten und wir drehen ihn mal um und. Okay. Also wir sollen das Teil hier reinschieben, was anscheinend schon drin ist. Okay, das kann man rausholen. Okay, seht ihr das? Rein und raus. Und das machen wir jetzt wieder rein. Daran scheitert es schon. Moment, ordentlich vielleicht. Ach so, okay, ein bisschen. Na. Okay, es ist wieder drin. Und es ist Aufkleberzeit. Wir brauchen die 6, die 1 und die 1. Okay. 1 und 1. Ach so, das sind hier diese Feuerwehraufkleber. Die kommen so vorne an die Seiten dran. So. Schön. Der hier noch. So. Die 6 ist hier vorne so ein Streifen. Und der kommt hier drauf. So. Und das war's dann. Okay, also diese Seitenteile, die sind schon, ich fühle mal, ja, die sind beklebt. Also das ist nicht bedruckt, ne? Das ist auch ein Aufkleber anscheinend. Es geht zumindest hoch. Es fühlt sich an, als wäre es ein Aufkleber. Kommt die nächste Seite. Okay, schauen wir mal. Wir müssen das Ding mal hinstellen. Also dieses Teil ist auch lustig, dass die das hier. Okay, das kann man abmachen. Und das kommt jetzt hier an die Seite. Wollen wir mal reingucken, bevor wir es jetzt dort aufbauen? Dann kann man das mal sehen. Wow, also das hier ist auch noch dieses offene Ding. Und hier, ja, hier ist wahrscheinlich so eine Zelle gleich reinkommen. Und das Fenster aufmachen? Nee. Hier vorne, das geht auch noch auf, wie auf dem Bild. So, okay. Und das kommt dann so rum. Helikopterlandeplatz. Der ist nicht dabei, aber das gibt es alles dann dazu. Noch so ein großes, also so ein Polizeijeep sieht das ein bisschen aus. Kann ich euch gleich mal auf der Verpackung zeigen. Das kann man dann noch dazu passend kaufen. Hier ist jetzt ja nur dieses kleine Motorrad dabei.
Kriegen wir gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja, das können wir gleich noch zusammenbauen. Aber das ist erst das Ende. Diesmal geht es so lang. Okay. Machen wir das mal hier drunter. So. Den haben wir dran, den haben wir dran. Das Ding war schon dran. Hier hinten. Was ist das? Kann man das hochmachen? Man kann hier auch was... Achso, das ist der... Das ist nur der Henkel vom Koffer. Hier kommt noch das Ding dran. Aber da kommt was drauf. Das machen wir jetzt erstmal, bevor es da hinten verschwunden ist. Und zwar die 5. Okay, das ist das Zeichen. Also das, sozusagen das große Schild von der Feuerwehr. Und zwar so rum. Naja, schmeißen wir weg. Einmal drauf. Also wie ihr vielleicht merkt, Feuerwehrthema ist gerade aktuell bei uns. Und ja, lieber diese kleine Feuerwehrstation als nochmal die riesige, die auch toll aussieht. Ne? Also die ist bestimmt auch total schön. Aber irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr auch das Problem, dass die Kinderzimmer irgendwann voll sind? Und dann ist doch sowas Kleines, was man vielleicht auch nochmal mitnehmen kann, ein bisschen praktischer, finde ich. Wir brauchen eine Antenne, die kommt daran. So rum. Okay. Na gut, also andersrum hätte sie ja nicht ins Loch gepasst. Ne? Also gehe ich mal davon aus, dass sie so rum rangehört. Die 2. Was ist die 2? Okay, diese Stadtkarte. Boah, da hinten so ran. Da braucht man jetzt aber ein gutes Händchen für, damit das da halbwegs gerade da hinten dran ist. Okay, ich versuch's. Naja, doch, passt schon, oder? Bisschen schief, aber ich habe mein Bestes gegeben. So. Und was war noch? Hier kommen noch 3 und 4 dran. Das sind dann diese Sicherheitsstreifen hier. So. Also die Station kostet, glaube ich, so um die 40 Euro. Wenn man Glück hat, kriegt man sie vielleicht so für 35 oder so. Also ich mache den Link wieder rein, falls ihr euch das mal anschauen wollt bei Amazon. Ja, die große ist, glaube ich, deutlich teurer. Also mindestens das Doppelte. Mal gespannt, wie das hier gleich am Ende aussieht. Ob sich das gelohnt hat, dass man da mal das kleinere ausgesucht hat. Die große kann man natürlich dann, wie es bei Playmobil immer so schön ist, auch immer noch erweitern, ne? Das machen die ja oft, dass die dann auf ihrem eigenen Online-Shop immer noch so Erweiterungen für die großen Sets haben. Das ist bei dem jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Hier kann man nicht extra was anbauen, aber man kann halt die anderen Fahrzeuge noch dazu kaufen. Irgendwas Weißes. Da haben wir es. Von hinten durch. So. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Das ist richtig. Ich glaube schon. Und hier noch irgendwas Kleines. Das kommt. Auch wenn man wieder keine Ahnung hat, was das ist, ne? Und hier irgendwelche Sachen anbaut. Wozu ist das denn? Keine Ahnung. Brauchen wir noch ein Telefon? War das hier irgendwo? Nee, das ist kein Telefon. Telefon, Telefon. Hier ist das Telefon. Ach, guck mal, das ist der. Ach, das ist noch richtig oldschool. Guck mal, mit einem Hörer und einem Kabel. Aber ist ja irgendwie niedlich, ne? Die Frage ist, kennen Kinder das noch? Wissen die noch, was das ist, wenn das so ein Ding ist mit einem Kabel? Mal gucken. Bin ich mal gespannt. Und was gibt es dann noch? Ein Mikrofon, das ist hier. Das kommt da oben dann dran. Dann kommt gleich das andere Ding hier wieder ab. So. Und das war's. Kommt da kein Aufkleber drauf? Achso, das soll der Bildschirm dann wahrscheinlich sein. Ne? Aber hätte man ja auch irgendwas Nettes draufkleben können. Hm. Und jetzt brauchen wir irgendwas Komisches, was hier unten liegt. Also ich wühle hier hinten rum in den Teilen, falls ihr es nicht seht. Wo ist es denn? Irgendwas Kleines Graues, was um die Kurve geht. Was Kleines Graues, was um die Kurve geht. Ist es das? Nee, das ist es nicht. Hier ist es. Und da kommt dieses Ding dran. Ist es das wirklich? Ist hier noch was anderes Schwarzes? Doch, das wird es sein, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Okay, und jetzt? So.
Oh, ich habe wieder keine Ahnung, was das ist. Feuerwehrleute unter euch? Was soll das sein? Okay, vielleicht erfährt man es, wenn man jetzt weiß, wo man es ranmachen soll. Da oben. Ne? Da. Na, guck mal. Der hätte da hinten hingehört. Und dann kommt der hier vorne hin. Ist das ein Lautsprecher? Keine Ahnung. Okay. Und das weiße Ding steckt man hier so einfach rein. Also so einfach. Mal gucken. Ja doch. Ach, klack, klack. Hier auch nochmal klack. Ach, klack. Muss so richtig klack machen will er auf der Seite nicht. Jetzt aber. So. Guck mal, jetzt ist das da so drin. Und dann hat man hier so diese, ja. Na, dieses Pult, ne? Wo man. Wo die dann die ganzen eingehenden Anrufe und sowas haben. Und Notfälle. Jetzt machen wir hier irgendwas mit ganz vielen Antennen. Hier haben wir schon mal eine Antenne. Das weiße Ding ist hier. Ach, guck mal. Sonst sind da immer Luftballons drauf. Oder Laternen. Hier wird es dann für andere Sachen benutzt. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das kann man ja... Muss man ja nicht immer sich wieder was Neues ausdenken. Kann man ja auch Sachen benutzen und Teile benutzen, die man schon hat. Macht Lego ja auch, ne? Wundert man sich auch manchmal, was da so für interessante Sachen aus anderen Teilen gemacht werden. So, dann haben wir hier die. Ach so, die kommt jetzt da oben drauf. Aha, so. Und da kommen noch zwei kleine Lichter da links und rechts. Muss man den ganzen Kram, den man jetzt da oben drauf baut, dann abbauen, wenn man das Ding mitnimmt? Da bin ich ja gleich mal gespannt, wenn wir das versuchen zusammenzuklappen. So. Und hier haben wir noch welche kleinen roten Dinger. Wofür sind die? Wissen wir noch nicht genau. Finden wir dann hoffentlich raus. Und noch eine Antenne. Vielleicht Ersatz, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Haben wir jetzt alles gemacht, was auf der Seite war? Hm, sieht gut aus, ne? Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Ach, das ist eine Kamera. Soll das eine Kamera sein? Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Sag mal Bescheid. Ach, wir haben doch nicht alles gemacht. Hier ist noch ein Zaun. Man da auch nicht runterfällt. Na. Das ist schwer. Ist es dann vielleicht falsch rum? Das war leichter, also war es falsch rum. So. Ach ja, und jetzt kommt schon die Innereien sozusagen. Ist hier auf der Rückseite noch irgendwas? Nö, das war's. Dann machen wir jetzt mal das Polizeimotorrad. Quatsch, Feuerwehr. Polizei ist auch schön. Oh Mann. Den Kran hier ein bisschen ran. Wir brauchen den Ständer, der schon dran ist. Warum ist denn das immer? Na gut, so, das ist auch schon dran. Aber hier hinten fehlt noch dieser Aufsatz mit diesen ganzen Taschen. So. Der kommt oben drauf. Ach, guck mal, da kommt dann doch noch die andere Antenne gleich drauf, die wir noch haben. Die Seitentaschen. Und mal gucken, dass wir sie richtig rummachen. So, und die andere Seite noch. Schnapp, genau. Ist eigentlich wirklich Polizeimotorräder. Ach, warum denn immer heute, ne? Feuerwehrmotorräder. Gibt es das wirklich? Sind das so die, die als erstes dann losfahren, um so zu gucken, wie so der Stand ist? Keine Ahnung. Aber eigentlich ist es ein cooles Ding, ne? Auch vorne mit dem Visier. Gefällt mir gut. Okay, ich weiß, falscher Ständer, aber jetzt stellen wir es mal da oben hin. So, hier haben wir einen Feuerwehrmann. Der hat einen grauen Helm auf. Warum auch immer. Sagt das irgendwas über den Status aus, wenn einer was wer für einen Helm auf hat? Der kriegt jetzt den hier. Und so eine Atemschutzmaske. So rum, ne? So rum? Nee. Sieht beides irgendwie falsch aus. Doch, so ist richtig. Schau mal. So ein kleiner Elefant. Und Handschuhe. Und noch ein Handschuh. Und hier so ein Rückending. Rückending ist auch schönes Deutsch, ne? So. Und was kommt da drauf? Ah, Feuerlöscher. Feuerlöscher. Was ist das? Ach,
Er sieht ja schon irgendwie putzig aus mit dem Ding im Gesicht. Schön. So, da haben wir die beiden Freunde. Und wir bauen uns noch ein Doppelstockbett. Ja klar, ne, die müssen ja auch mal ausruhen, vielleicht mal ein bisschen schlafen. Ich habe, glaube ich, noch gar keine Doppelstockbetten. Also so in diesem Format gesehen, nur beim Puppenhaus. Aber mit diesem Gitter finde ich irgendwie cool. Witzig. Wo kommt das hin? Wahrscheinlich hier in die Ecke. So. Und dann haben wir hier noch einen Hydranten. Das ist auch ganz wichtig. So. Und da kommen dann die ganzen roten Dinger rein, wo ich mich schon gefragt habe, wofür die sein sollen. Aber das sind hier so diese zum Drehen, ne? Diese Verschlüsse. So, so und so. Und dann kommt der hier oben drauf. Ach. Jetzt aber ein Hydrant. Was bist du? Einfach nur ein Regal. Ja. Stellen wir dich mal da so in die Ecke. Und was gibt es noch? Ein Stuhl. Hätten sie euch ja auch zwei Stühle gönnen können. Ne? Ja, darf immer nur eine. Naja, eine darf sitzen, der andere muss dann im Bett liegen. So. Den Fehler habe ich letztens schon gemacht. Beim Feuerwehrauto. Ich habe dieses Ding nicht in die reingesteckt. Hier irgendwo, wo es noch hingehört. Kriegt man auch tatsächlich nicht mehr auf, ohne es kaputt zu machen. Zumindest habe ich es nicht geschafft. Es ist jetzt einfach ohne Ventilator. So. Und es ist auch wieder falsch. Ach Gott. Auf der Seite. Jetzt aber. Ich meine, gut, ob es jetzt das rote Ding da in der Mitte noch drin ist oder nicht. Aber diesmal haben wir es richtig gemacht. Also, man lernt ja aus seinen Fehlern. Da haben wir das Ding. Ventilator-Teil, Dingsbums. Hier haben wir, ich wollte gerade sagen, so einen Lautsprecher, aber kommt noch irgendwas Rotes dran. Okay. Ach, soll das so eine, soll das für Wasser sein? Ja, ne? Dann ist es doch kein Lautsprecher. Dann ist es so ein Wasserpistolen-Ding. Eine Spritzdüse, ne? Wahrscheinlich kann man die dann an den Hydranten anbauen, wenn man es braucht. Das finde ich eine gute Idee. Mal gucken, ob das passt. Flop. Randa. Ja, das geht. Dann kann man das benutzen. Ich meine, man kommt nicht weit, ne? Das Feuer muss auch in der Nähe vom Hydranten sein, damit das was wird, aber sonst geht das. Es ist irgendwie kein Feuer dabei. Ist euch das aufgefallen? Vielleicht so ein Feuer wäre noch irgendwie schön gewesen, oder? Dass wir wenigstens einen Grund haben, irgendwie loszufahren. Hier gibt es noch eine Kiste. Eine Feuerlösche. Hat der einen Platz? Gucken wir gleich mal. Und es ist noch dabei eine Axt, ein kleines Äxtchen, hier so ein Stemmeisen, ne, wo man irgendwo rüber reinkommt, wo man rein muss. Jetzt haben wir hier so einen Lautsprecher, so ein Megafon. Ach, hier ist noch so eine Maske. Das ist doch ganz cool, wenn man zwei davon hat, dann kann der andere auch. Und ein Visier. Achso, ich wollte gerade sagen, wofür ist das? Aber hier, richtig. Ja klar, wenn ein Motorrad dabei ist, ne, brauchen wir auch einen Helm. Das alles andere macht ja keinen Sinn. Mal gucken. Wirst du hier unseren Motorradfahrer heute? Auf mit dir. Hände schräg. So, mal gucken, wie das aussieht. Ja, das geht ganz gut. Ein da. Ja. Da ist er bereit für den Einsatz. Das finde ich ganz cool. Ich kann euch mal kurz auf der Verpackung zeigen, wenn ich das hinkriege, ohne hier alles runterzureißen. Wupp. Wo ist das? Irgendwo war es drauf. Ich habe es noch gesehen gehabt. Es ist tatsächlich gar nicht auf der Verpackung drauf. Ich wollte euch zeigen, was man noch dazu kaufen kann an diesen zwei Fahrzeugen. Es ist tatsächlich nirgendwo drauf. Interessant. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, ne, die wollen ja auch Werbung machen und dass die Leute Geld ausgeben. Gucken wir mal hier in diesem Mini-Prospekt. Vielleicht ist es da versteckt. Also ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall ein Hubschrauber, weil macht ja sonst keinen Sinn, dieser Hubschrauberlandeplatz. Hier seht ihr es ganz, ganz klein. Es ist hier nochmal größer. Nö. Also der und dieser Hubschrauber. Ne? Der Hubschrauber könnte hier oben landen und dieses etwas größere Fahrzeug, ich glaube, er ist das. Vielleicht sieht er auch noch ein bisschen anders aus. Der kann hier unten reinfahren. Ich meine, der Hubschrauber gehört jetzt zu der Station, aber das wäre so ein ähnlicher Hubschrauber denn. Ist ja witzig, dass sie das überhaupt nicht hier haben. Na gut, ich
dachte, die wollen Geld verdienen und zeigen uns das, aber zeigen sie uns nicht. Also Hubschrauber, so ein Pickup-Feuerwehrauto ist das dann. So. Und dann kann man das sozusagen, hier kommt ja der Kleine rein. Und dann würde hier das Auto stehen, hier der Hubschrauber draufstehen und dann ja, wäre es das. Das ist es jetzt sozusagen so, wie es jetzt wäre, wenn man nur in Anführungszeichen die Station hat. Ne? Man hat ja hier die zwei Feuerwehrleute und das Motorrad. Kein Feuer dabei. Schwierig, bisschen doof. Wäre ja kein Aufwand gewesen, ein kleines Feuer noch irgendwie dabei zu legen. Mit einem kleinen Aufsatz, ne? Wo man das draufstellen kann. Aber so an sich bin ich überrascht von der Größe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch, dass man hier so diesen Platz hat zum Landen. Wo man natürlich was noch dazu braucht, damit das überhaupt Sinn macht. Aber ich finde sie bis jetzt ganz schön. Jetzt werden wir das Ding mal zusammenklappen. Gibt es hier eine Anleitung? Gibt es in der Anleitung eine Anleitung, wie man das Ding zusammenklappt? Nö. Schauen wir mal. Also Sinn macht es ja. Wir stellen mal hier alles rein. Ne? So, wir sind jetzt mal, wir wollen jetzt losfahren zu Oma und Opa. Feuerstation muss mit. Alles rein. Tür zu. Es war ja zumindest vorhin schon mal so ein bisschen, wie man sehen konnte, dass es sein muss. Also dieses graue Teil muss dann ja anscheinend hier vorne rein. So, okay, das ist schon mal zu. Gut. Und wenn wir jetzt dieses Teil hier oben reinsetzen wollen, ist die Hälfte im Weg. Das ist schade. Wir gucken mal, was alles ab muss. Also das war, dass das ab muss unbedingt, finde ich ein bisschen doof. Das ist echt schwierig. Und das. Würde das schon reichen? Das würde schon reichen. Okay, ich würde das Ding hier auch noch abmachen, weil es macht sonst keinen Sinn. Wenn man das dann einpackt, dann bricht das sowieso gleich ab. So, das rein. Ich meine, das wäre dann wahrscheinlich, würde man die ganzen Sachen nehmen und da reinschmeißen. Zu. Und dann kann man das hier zumachen, anscheinend. Ja, guck mal, dann hält das auch, dann fällt das auch nicht ab. Macht es einmal knatter, knatter. Und dann hat man hier den Henkel. Und dann kann man losmarschieren mit seinem kleinen Köfferchen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es war noch viel Platz drin. Also da kriegt man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, wenn man schon was von der Feuerwehr hat oder so, noch was rein. Ne? Also ein bisschen Feuer oder keine Ahnung, vielleicht sogar noch den kleinen Hubschrauber. Vielleicht. Auf jeden Fall nicht das große Auto, was es noch dazu gibt. Ja, aber an sich finde ich das eigentlich ein cooles Teil, ne? So zu mitnehmen. Es ist auch im Kinderzimmer schnell und klein verstaut, wenn es gerade nicht bespielt wird. Finde ich ganz super, die Idee. Also Däumchen hoch, auch an sich, ne? Hat alles funktioniert, alles dabei gewesen, ist ja auch wichtig. Ja, so die Sache mit dem Feuer wäre vielleicht ganz cool gewesen noch, ne? So ein kleines Feuer, dass man auch schon mal was, einen Einsatz spielen kann, ohne dass man noch mehr braucht. Nicht immer noch mehr, bevor man überhaupt anfangen kann. Dass man später Sachen dazu kaufen kann, finde ich total schön. Dann kann man seine Welt erweitern. Aber von Anfang an sollte man zumindest schon mal die Möglichkeit haben, was das auch zu spielen. Ne? Und Feuerwehr ohne Feuer, schwierig. Oder gut, denn sollen sie eine Katze und einen Baum dabei legen, dann wird die Katze gerettet. Okay, ja. Aber ich finde das Set eigentlich ganz schön. Also ich finde es in Ordnung. Könnt ihr mir gerne eure Meinung auch mal dazu schreiben in den Kommentaren. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!